Herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Und ja, die Portale sind weg. Rufus steht da noch der Knochen in den Gliedern oder Schreck, würde ich behaupten. Und naja, ich würde sagen, wir haben hier doch massig, aber auch wirklich massig, Zeitmaschinen, wollte ich eigentlich sagen. Deswegen würde ich sagen, wir schauen einfach, dass wir den Schmarrn hier vor Ort repariert bekommen, oder? Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. Ja, weil wir bestimmt später Feta-Käse brauchen, nehmen wir so ein Butterding mal mit und gehen erstmal wieder zurück und sprechen mit zwei Ghouls. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Hey, cool, na, wir haben jetzt... unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Ghoul gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja! Ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall nicht nur eine Goal, wir haben zwei Goals. Das ist doch auch nicht schlecht. Auch kein Goal und auch Goal. Sie hat sich gut gehalten. Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Tja, die kennt dich schon was länger. Sie ist komplett verwirrt. Wäre ich wohl auch. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Skulpturen. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Oh, ein Batterieschnabeltier. Was hat denn das hier zu suchen? Das wollte ich für meine Skulptur Der letzte Paukenschlag verwenden. Ich habe Wochen darauf gewartet, dass die Batterie alle wird. Aber es läuft und läuft und läuft. Dann nehme ich das mal mit. Was soll das hier darstellen? Das ist der unfertige Punkt. Ach, es gehört so. Es soll unfertig aussehen. Und ich dachte, es ist wahrhaftig noch nicht fertig. Oh, dann muss ich wohl noch mal ran. Hm. Ja. Kann ich das mitnehmen? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Nein. Na, dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Etwas, was wahrscheinlich nur die zwei verstehen und sonst keiner. Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. Marshmallow. Dann will ich die Bürste haben. Jeder sollte Marshmallow-Bonbons haben. So, ich glaube, dann haben wir hier drin alles eingesammelt. Oh, Entschuldigung. Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite, den Yeti, all das gibt es. So, dann jetzt aber raus. Dachte ich, ich trinke schnell was und dann das, ne? Mit dem könnten wir auch nochmal reden. Dein Opa lässt mich nicht ans Timepod. Sieht ihm ähnlich. Ich durfte auch nie seinen Wagen ausleihen. Hast du eine Idee, womit man ihn ablenken könnte? Mit einem guten Buch vielleicht? Ein Buch? Wir wollen in seine Werkstatt einbrechen und nicht seinen Geburtstag nachfeiern. Womit die Krawattenidee wohl auch ausscheidet. Ja. Hm. Vielleicht gehen wir mal das Portalbauamt oder wie hieß das Ding suchen? Die Portalbuddler suchen. Wir gehen die Buddlers suchen. Echt blöd, dass jetzt alle Portale zu sind, wa? Hätte ich mal durch eins gehen sollen am Anfang. Ah, Mist. Hier sieht's aber sehr freundlich aus. Hallo Ausguck. Ich finde, er nimmt die Sache ein bisschen zu ernst. Er bräuchte mal einen Perspektivenwechsel. Ob's hier auch diese Viecher hat? Ich habe sie aus meiner Rippe erschaffen. Jetzt brauche ich die Rippe zurück.
Genau. Und hat sogar Warnschilder. Lenk mich nicht ab! Ich muss aufmerksam bleiben! Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelock-Rudel zerfetzt werden? Ihr habt hier ein Fuelock-Problem? Wonach sieht das denn hier aus? Nach hysterischer Überreaktion. Meinst du nicht, du nimmst die Sache ein bisschen zu ernst? Immerhin sind die Portale zu und kein Fuelock weit und breit. Nur weil du keine Fuelock siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht sehen. Ja, was ist dran? Mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelock-Rudel zerfetzt werden? Ja, naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat. Hier draußen herrscht Krieg. Und im Krieg gibt es nur Verlierer. Ja. Was sind das für Tonnen? Da verfahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fuelocks. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fuelock-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Okay. Was sind das für Tonnen? Hey, Finger weg! Da verfahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fuelocks. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten. Wieder den Teil Auge. Kennen wir schon. Gut, dass aber es für einen Zwei-Fronten-Krieg wäre. Aber ich bin kein Wombat, also darf ich doch sowas bestimmt haben, oder? Gut, das müssen wir später nochmal genauer hinterfragen. Ich habe inzwischen ein Butterfass, ne? Mehr nicht. Ah doch. Ein Batterieschnabeltier. Dann gehen wir mal in diesen Laden. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Oh, ja, ich würde ja fast sagen, hier sind wirklich alle Generationen vertreten. Aber er hat einen praktischen Bauch. Guck, da kannst du eine Tasse Kaffee drauf abstellen. Erdnüsse. Erdnüsse, lecker. Wow, du hast Mikey gefressen. Was? Aber, oh nein, ich dachte, ihr wart Erdnüsse. Schon okay. Mikey war eh ein Arsch. Mach dir keinen Kopf. Und wir sind Erdnüsse. Sapiente Erdnüsse. Aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lass ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund, uns zu Erdnussbutter zu verarbeiten? Stimmt. Den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Für die Liebe. Wow, na das ist doch mal eine Antwort. Für die Liebe opfern wir uns doch gerne. Yippie, ich zuerst. Lada, eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach ja. Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden. Ich will Golds Zuneigung zurückgewinnen. Oh, das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Aber es geht um Goal. Ja, aber wer ist Goal? Ich meine, kennen wir sie überhaupt? Also, ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft. Ja. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben wir auch keinen Deal. No, Sir. Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay, ich sag's euch ja. Ihr habt recht. Kein Ding, Alter. Na, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Sehr, sehr geil. Also mit denen spreche ich garantiert noch öfter. Ich sehe alle Voraussetzungen für eine hinreißende Liebesgeschichte. Nur die weibliche Hauptrolle sollte man vielleicht neu besetzen.
Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack. Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Ich glaube, die, ja, hat's ganz schön nötig, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja, ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen? Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Einmal Toast und Milch bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Die Portale sind zu. Ah! Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert, wenn du also eine Passage brauchst. Vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist, so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Okay. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Auf welcher Plattform bist du denn? Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Ja, das geht schief. Uga, Uga! Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo! Du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Okay, dann machen wir das doch direkt mal. Rufus bringen Stein. Interessant. Bei dem Werkstoff, aus dem dieses bildhauerische Opus Magnum gefertigt wurde, handelt es sich offenbar um Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Leider verbietet mir mein Respekt vor den schönen Künsten, dieses ästhetische Machwerk zum Behufe meiner niederen kommerziellen Ambitionen auszuschlachten. Das wäre Barbarei. Okay. Okay. Übrigens, guck mal hier oben. Ein DeLorean. Ist das cool? Da oben ist der DeLorean. Das ist doch eindeutig. Finde ich jetzt zumindest. Zurück in die Zukunft. Was haben wir denn sonst noch so? Sonst habe ich gerade nichts. Also muss ich noch einen anderen Stein bringen. Der junge Maverick. Was für ein Waschlappen. Boom. Oh nein, die Fuelock-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Oh. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie, wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fuelock-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Okay, wenn ich jetzt so auf die Ohren gucke, würde ich ja fast mal sagen, dass die vielleicht sogar alle miteinander verwandt sind. Wer braucht denn da so lange? Oh.
besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Oh. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhoe? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Ja, haha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Kletes Koffer. Ich erinnere mich daran, aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Das wäre toll. Das hier ist auch Kunst. Rufus, bringen Sachen. Es tut mir leid, mein Herr, aber ich handle ausschließlich mit geologischen Truvalien und Intestinalpharmazeutika. Es ist zugegebenermaßen ein exotisches Geschäftsmodell, aber in Zeiten globaler Konzerne kann der mittelständische Einzelhandel eben nur noch in Nischen florieren. Ja, so ein Scheiß, ne? Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich einfach zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Na, du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Mutterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist, das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich, diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulok-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulok-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Ach ja, Zeitgrammatik ist so cool. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Ihre TARDIS ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Metades lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Zu denen wollte ich ja eh schon. Ja, Dann gehen wir uns wohl noch ein bisschen umgucken hier. Was es hier noch so gibt. Elysium-Cluster, Farm... Elysium-Cluster? Ach ja, richtig. Da. Aber dieses Portalbauamt, das... Wahrscheinlich dann da unten, ne? Gehen wir mal die Richtung noch. Ja, das sieht sehr nach einem Bauamt aus, ja. Boom. Was hat er denn da? Ein Bauarbeiter? Ja, ein Architekt. Eine sehr merkwürdige Krabbe, aber die habt ihr wahrscheinlich nicht so ganz gesehen. Egal, wir machen hier auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter.
bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja klar, die Viecher sind cool. Dann lasst mir ein Like da. Kommentare sind ebenfalls natürlich gern gesehen. Und ja, über ein Abo freue ich mich ganz besonders. Und dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Wenn Rufus zurück ist und mit dem Portalbauamtsgedingse da und so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Tschüss.